Moinsen Leute, wir sind nochmal bei HeroQuest. Das Spiel habe ich ja vor einiger Zeit schon mal vorgestellt auf meinem Kanal. Es ist quasi der Granddaddy, der Uropa, der Dungeon Crawler und hat damals in seiner Zeit, als das Ende der 80er, Anfang der 90er rauskam, eine Menge Leute auch auf diese Art von Spiel aufmerksam gemacht. Und ich denke, sein Einfluss ist auch dann deutlich spürbar gewesen. Und ich bin nochmal zurück bei HeroQuest, weil HeroQuest eine Neuauflage erfahren hat durch Avalon Hill vor, ich glaube, im letzten Jahr. Und das Spiel ist halt mittlerweile auch auf Deutsch erschienen. Und ja, entspricht im Grunde genau dem Inhalt, den auch der alte Kasten, den ihr hier im Hintergrund seht, der Originalausgabe, beinhaltet hat. Also das ist natürlich alles ein bisschen moderner gemacht worden, beziehungsweise, was heißt moderner gemacht worden? Also man hat die Optik geändert, man hat natürlich auch ein bisschen die DNA von Games Workshop entfernt, die dort in dem Spiel noch vorhanden war. Das bezieht sich auf einige Begriffe, einige Monster, auf einige Abbildungen, die etwas geändert wurden oder so. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ist der Inhalt im Grunde der gleiche wie damals in dem Originalspiel. Und was jetzt aber neu ist, und das seht ihr ja schon hier im Bild, ist, dass es eine App gibt für HeroQuest. Für das neue Spiel, also für die Neuauflage von Avalon Hill, haben sie eine App gemacht. Und diese App soll euch beim Spiel unterstützen. Insbesondere aber erlaubt sie euch, die Kampagne des Grundspiels, aber auch der Erweiterung, so zu spielen, dass ihr keinen braucht, der den Spielleiter macht. Oder den Spieler des Zargon, wie es so schön heißt. Der den Bösen spielt. Ja, man sieht den älteren weißhaarigen Herren hier im Bild. Denn das Originalspiel und auch die Neuauflage erfordern halt, wenn man es eben als Brettspiel spielt, jemanden, der sozusagen die Gegner verkörpert. Während der Rest eben entsprechend seine Züge auf dem Spielfeld macht. So, und was diese App nun kann, das will ich mal kurz in diesem Video zeigen. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt in den letzten Tagen. Und außerdem will ich auch zeigen, dass ihr die App des für das neue HeroQuest, Anführungszeichen neu, für die Neuauflage genauso gut auch mit dem alten HeroQuest von 1989 spielen könnt. Denn das ist hier unten ja schon von mir ein bisschen aufgebaut. Zunächst mal, wenn ihr den Startbildschirm hier so seht, ich muss es halt leider euch so abfilmen, weil ich halt keine Möglichkeit habe, irgendwie das abzugreifen. Das Bild also mit einer Capture Card oder so. Aber ich denke, das wird einigermaßen hinhauen und wird auch, glaube ich, einigermaßen zu erkennen sein. So. Ja, ihr seht, das ganze Ding ist optisch recht hübsch aufgemacht. Funktioniert soweit auch ganz gut. Ihr habt also die Möglichkeit, dort Ton, einen Sprecher und Geräuscheffekte einzustellen und die Lautstärke zu variieren. Ich habe das jetzt mal alles angemacht. Und das lässt sich halt noch beliebig einstellen bei euch in der App. Und ja, mit den Grundfunktionen der App kommt einher auch erstmal das Erstellen einer Abenteuergruppe. Das habe ich bereits gemacht. Ich habe sie hier Agamemnons Bande genannt. Und das Spiel lässt sich eben auch abspeichern. Ihr habt also jederzeit die Möglichkeit, auch in der laufenden Runde was aus dem Spiel rauszugehen, es zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt auch mal reinzugehen in das Spiel. Und genau das machen wir in Mission 1, wie ihr unten seht. Die Bewährung, die habe ich bereits begonnen zu spielen und da steigen wir jetzt auch gleich ein, mittendrin, um halt die einzelnen Funktionen dann im Spiel zu erklären. Ihr habt hier noch eine Reihe von Optionen, die ganz interessant sind und auf die ich auf jeden Fall auch hinweisen möchte. All dieweil
in einem Punkt zumindest die deutsche Übersetzung ein bisschen schwierig ist oder ein bisschen problematisch ist und etwas irreführend ist. Also neben den Musikeinstellungen oder den Lautstärkeeinstellungen habt ihr hier vier Punkte, die ihr halt ein- oder ausschalten könnt. Ja. Grün ist eingeschaltet und braun ist halt ausgeschaltet. Züge der Helden aufzeichnen ist schon so ein bisschen holprig übersetzt. Es geht eigentlich hier nur darum, dass ihr, wenn ihr gleich die Züge im Spiel seht, wenn ihr einen Zug mit einem Helden durchgeführt habt, könnt ihr auf Zug beenden drücken und dann wird der Held ausgegraut oder dunkel gemacht und man sieht halt, er hat seinen Zug schon gemacht. Wenn ihr das ausschaltet, dann passiert das nicht. Also diese Option Zug beenden für einen Helden habt ihr halt dann nicht. Ihr müsst halt irgendwann einfach euch merken oder wissen, wer jetzt schon gezogen hat, um dann irgendwann eben den Zug des Gegenspielers zu aktivieren. Schaden auf Monster-Token darstellen oder anzeigen ist halt ganz nützlich. Da seht ihr dann anhand von kleinen Schädeln, die bei dem Icon des Monsters dabei sind, wie viel Punkte Schaden das Monster schon eingesteckt hat. Die meisten Monster vertragen zwar nur einen Punkt Schaden, aber es gibt auch ein paar, die halt zwei oder drei Punkte Schaden vertragen. Das unbewegliche Mobiliar, und da sind wir bei dem Punkt, das ist ziemlich irreführend und ich habe es halt auch erst durch das Spiel rausgefunden, was da eigentlich los ist. Das soll eigentlich heißen, ob das Mobiliar quasi real angezeigt wird und eben durchlässig ist oder nicht. Also unbeweglich ist hier eigentlich eine Fehlübersetzung in der deutschen Ausgabe. Im englischen Original ist es das Intangible, also heißt das Intangible und das heißt halt so viel wie nicht greifbar, durchlässig und so weiter. Weil das heißt dann nämlich, dass Monster ihre Züge auch durch Tische, durch die Schränke oder sonstige Einrichtungsgegenstände machen können. Ja, also das hier sollte halt ausgeschaltet bleiben. Das Mobiliar, das ist hier halt irreführend, ist halt dann in dieser Übersetzung beweglich. Ja, ist halt Quatsch. Ne? Also ausgeschaltet heißt, dass das Mobiliar wirklich auch von der App erkannt wird als ein Hindernis und das kann halt seine Monster da nicht durchziehen. Wenn ihr das einschaltet, dann geht das aber. Dann könnt auch ihr mit euren Helden durch Schränke laufen oder sowas. Und das ist in der Regel ja eher nicht erwünscht. Weiß nicht, warum die Option da drin ist, ehrlich gesagt. Ja, und dann habt ihr dort Tablet-Querformat oder nicht. Ich habe das mal zur besseren Sichtbarkeit im Hochkantformat hier eingestellt. Ja, es lassen sich dann auch noch andere Sprachen einstellen und hier lassen sich die Hints, die man schon abgerufen hat, auch das ist eine Option. Man kann sich zu den einzelnen Missionen Hinweise anklicken sozusagen. Die kann man damit komplett alles wieder auf Null stellen, sodass man da nochmal von vorne, dass die App das nochmal als nicht gelesen wertet. Gut, das soweit zu den Einstellungen. Und wir werden jetzt hier mal die Mission fortfahren. Also mit der Mission fortfahren. So, und da sind wir jetzt halt im eigentlichen Spiel angekommen. Ihr könnt hier sehen, das Ganze lässt sich hier mit dem Finger bewegen. Es gibt hier, wie ihr hier in dem Bereich sehen könnt, was so grünlich wabert, ist halt Fog of War. Also man sieht nur das, was man halt in Sichtlinie seiner Figuren auch sehen kann. Man weiß halt nicht, was da sonst noch ist. Das heißt, hier in der Ecke zum Beispiel, wer weiß, was da noch ist. Wenn man da jetzt hingeht, würde man das dann halt erst sehen mit seiner Figur. Es gibt hier das Startfeld mit der Treppe, über die die vier Helden in das Verlies hereingekommen sind. Wir haben hier also schon zwei Räume halt betrachtet, haben hier drin schon Kämpfe bezogen. Und stehen jetzt hier vor einer weiteren geöffneten Tür mit zwei Monstern, die hier bereits zu sehen sind. Ich mache das hier mal groß. Man kann das also relativ weit ranzoomen. Das ist so ziemlich das Maximum, was man da hat. Da seht ihr hier oben halt zwei kleine Schädel. Das heißt, der hat schon Schaden genommen. Dieses Monster, das hier noch nicht. Hier unten wird angezeigt, wie viel Verteidigungswürfel das Monster hat. Und die Monster sind halt immer rot umrandet, so kann man die erkennen. Hier sind unsere vier Helden, mit denen ich das Spiel begonnen habe. Die lassen sich hier unten über ein Editier
Stift auch nochmal im Detail aufrufen. Hier haben wir zum Beispiel den Zwerg, seine jeweiligen Würfel, die er zur Verteidigung und zum Angriff hat, kann man hier festhalten. Ja, das kann sich ja erhöhen durch bestimmte Waffen oder sowas, die man findet. Hier ist die ganze Grundausrüstung drin. Der Held hatte eben noch nichts weiter entdeckt, was seine Werte hier verbessert. Und hier haben wir eben seine Körperkraft und Intelligenz. Das sind sozusagen hier die Lebenspunkte, die sich hier tracken lassen. Und hier halt seine Intelligenzpunkte. Die kommen im Grundspiel allerdings noch nicht zur Geltung. Nette Funktion ist hier auch, dass ihr dem, euren Charakteren einen Namen geben könnt. Sie werden zwar auf der Karte immer noch als ihre Klasse angezeigt, also Zwerg oder Zauberer oder sowas, aber ihr könnt ihnen intern halt einen Namen geben, wie ich das jetzt hier gemacht habe, zum Beispiel. Das können wir hier mal an der Barbarin zeigen, die wir jetzt hier aufrufen. Da könnt ihr hier das Ding aufrufen, es antippen. Und könnt dann hier, ups, so war das jetzt nicht gedacht, könnt ihr denn hier einen neuen Namen verpassen. So zum Beispiel. Gut, so, wie läuft das jetzt ab? Ihr seht, hier oben sind die Helden nochmal in der Übersicht drin. Welchen Helden ihr bewegt, das bleibt euch halt freigestellt. Das muss nicht in dieser Reihenfolge passieren. Das könnt ihr selbst entscheiden. Wir könnten jetzt sagen, dass wir zum Beispiel zunächst mal die Barbaren hier bewegen möchten. In dem neuen Hero Quest lässt euch das Spiel eben auch ein Geschlecht wählen. Vorher war das ja festgelegt, das waren alles männliche Charaktere. Jetzt gibt es halt zu jeder der Klassen auch ein weibliches Pendant. Und die Bewegung folgt nun so, dass ihr die Figur antippt und dann mit dem Finger genauestens festhaltet, über welche Felder die Kreatur geht, ne, eure Figur. Und wie weit eben, wobei das hier, wie weit sie halt geht, vorher noch festgelegt werden muss, ja. Und hier ist ein Punkt, den die App halt nicht macht. Die App führt für eure Helden keine Würfelwürfe durch. Die müsst ihr im Grunde also noch selbst durchführen, auf dem Spielbrett sozusagen. Und dafür benötigt ihr dann halt entweder noch eine zweite App, wenn ihr die Würfel nicht selber habt oder selber würfeln wollt, oder ihr macht halt eben die Würfel entsprechend mit den Würfeln, die dem Spiel beiliegen. Ne? Also das ist etwas, das ihr eben halt noch selber machen müsst. Die App ist also nicht völlig selbst autark sozusagen, sondern sie funktioniert nur mit dem Basisspiel zusammen. Wie viel ihr vom Basisspiel wirklich braucht, also von dem eigentlichen Brettspiel, dem Kasten, um mit der App zu spielen, das, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das ist nämlich nicht so viel, ehrlich gesagt. Gut, ja, die Standardwürfel. Hier seht ihr halt die alten Würfel eben von dem Original Hero Quest Spiel. Die sind also noch erforderlich. Ihr könnt jetzt hier halt also einen Wurf machen. Ich nehme euch jetzt hier mal runter und ich zeige euch auch mal, dass ich hier den Aufbau analog eben zur App hier bereits aufgebaut habe, die Positionen der Gegner vermerkt habe. Das Einzige, was ich weggelassen habe, ist hier unten kommt noch ein Schrank hin. Der fehlt jetzt, damit man das halt besser sehen kann, sonst steht er halt direkt im Kamerabild. So, ich habe jetzt hier, ihr seht, eine 12 gewürfelt. Der Barbar hat also die maximale Bewegung und wir können ihn jetzt in der App ziehen. Und wir wollen ihn jetzt hier reinziehen zu diesen beiden Kriegern. Und das machen wir mal. Ziehen ihn jetzt hier so rein bis nach dort. Und dann läuft er da auch hin. Und jetzt haben wir halt noch die Möglichkeit, eine Aktion auszuwählen. Wie ihr seht, sind unten im Bild die möglichen Aktionen in der App auch verzeichnet. Die werden aber nur zum Teil selber durchgeführt. Ihr habt hier oben also nochmal eine Übersicht. Ihr könnt nur eine der Aktionen pro Runde durchführen mit dem Helden. Ihr könnt also eine Falle entschärfen. Diese Mission hier hat allerdings weder Fallen noch Geheimtüren, also könnt ihr auch nicht nach den beiden Gegenständen, also nach diesen beiden Features suchen. Hier wäre normalerweise Schätze suchen, aber das Monster ist noch anwesend, darum geht das nicht. Einen Zauber können der Barbar oder die Barbare nicht aussprechen. Angreifen können wir aber. Wenn ihr da drauf drückt auf das Fragezeichen, wird euch einfach nochmal erklärt, wie genau so ein Angriff abläuft. Ist also nur nochmal eine Regelerklärung, aber der Angriff wird nicht von der App
durchgeführt. Das heißt also, ihr müsst diesen Wurf noch selber durchführen und die entsprechenden Symbole zählen. Ja. Dazu, wie gesagt, könnt ihr euch nochmal vergewissern, wie viele Angriffswürfel habe ich denn. Okay, 3 Stück. Und ich schwenke hier mal ein bisschen runter. Würfel die 3-mal und habt ihr aber auch mal satt hier 3 Schädel gewürfelt, also 3 mögliche Treffer. Jetzt kommt der Gegner ins Spiel, denn er kriegt da seinen Abwehrwurf. Den können wir jetzt mal antippen. Hier ist das der Schreckenskrieger. Ursprünglich war es eigentlich der Chaoskrieger im alten Hero Quest. Aber wie gesagt, ich erwähnte es, die DNA von Games Workshop und die vielen Dinge, die da noch so drin stecken, die hat man halt entfernt. Die wurden umbenannt. Die Viehmiere, wie sie vorher hießen, die sind zum Beispiel jetzt Abscheulichkeiten oder sowas heißen die jetzt. Und der Chaoskrieger wurde halt zu einem Schreckenskrieger umfunktioniert. So, der hat auch schon 2 Treffer, wie ihr seht. Also das ist jetzt ein bisschen Overkill. Mit meinen 3 Treffern sollte ich eigentlich erfolgreich sein. Aber am Ende des Tages muss auch dieser Verteidigungswurf von euch durchgeführt werden in der App. Ja. Der lässt sich leider auch nicht vom System durchführen. So dass ihr also auch hier gezwungen seid, eure 4 Würfel zu würfeln. Ihr seht, er hat hier ein dunkles Schild geworfen. Das ist halt ein Treffer von den 3, wäre halt jetzt, die ich angerichtet habe mit der Barbarin, der wäre jetzt halt abgewehrt, aber 2 kommen durch. Und die kann ich hier eintippen und dann wird die App automatisch fragen, oh, das ist ja mehr als er Körperkraft hat, da sind nämlich nur 3, 4 Schaden hat er jetzt. Sollten wir den Krieger aus dem Spiel nehmen? Und das machen wir halt jetzt. Wir tippen Ja an, dann wird hier nochmal, seht hier nochmal die weiteren Schädel, die ich verursacht habe, werden nochmal angezeigt und wir bestätigen nochmal, dass diese Schreckenskrieger-Miniatur vom Spielplan The Trend Warrior has died. Entfernt wird. Ja, was die App halt auch macht, ist halt, sie kommentiert manchmal Spielzüge. Der Sprecher ist sehr gut, leider nur auf Englisch drin. Aber das ist ziemlich witzig, ist ein bisschen cheesy. Manchmal ein bisschen cringe, wie es so heutzutage heißt, modern. Aber das macht schon Spaß. Also das haben sie wirklich ganz gut gemacht. So, diesen hier. Wir müssen hier auf den Plan natürlich auch noch unseren Helden setzen, damit wir analog eben auf dem Spielbrett auch immer die Situation haben, die in der App vorherrscht. Und den nehmen wir jetzt raus hier. Der ist besiegt. Und damit hat ja dieser Barbar 2 Züge gemacht. Also er hat sich bewegt und er hat seine Aktion gemacht. Das war der Angriff. Darum beenden wir jetzt seinen Zug. Und das ist das, was mit dem Züge aufzeichnen in den Optionen, die ich vorhin genannt habe, gemeint ist. Ihr habt jetzt hier diesen Button Endrunde. Das ist auch Blödsinn. Es ist auch ein Übersetzungsfehler. Ich müsste es Runde beenden, müsste es heißen, nicht Endrunde. Da stand wahrscheinlich Endround oder sowas. da kann man jetzt draufdrücken. Dann wird nochmal gefragt, ob man das wirklich machen möchte. Und ja, Kainas Zug wird jetzt beendet. Und jetzt wird hier oben, ups, das seht ihr nicht. Der wird jetzt hier, also ihre Figur wird jetzt ausgegraut. Ja. Das dient als Erinnerung, dass man halt in der App sieht, okay, also die ich habe sie schon bewegt, ich habe schon ihre Aktion gemacht, das war's jetzt, ich muss jetzt jemand anderen nehmen. Ja. Und wir können jetzt mal den Magier benutzen mal für ihn würfeln. Der hat jetzt hier, sagen wir mal, nicht sagen wir mal, sondern 10 Bewegungspunkte, reicht also locker aus. Wir tippen ihn hier an, ziehen ihn hier rein, setzen ihn aber mal nach hier. So, das machen wir jetzt analog hier unten auch. Hier den Magier, den wir jetzt hier oben hinstellen. Dorthin. Und wir lassen ihn jetzt mal zaubern. Und ihr seht, dass das hier auch möglich ist, denn das ist ja nun mal der Zauberer. In diesem Fall hier unser Gelwick. Und Gelwick wird jetzt den Zauber aussprechen. So, wie es halt im System, im Hero Quest Spielsystem so ist, hat der Magier 3 Sätze von Zaubern eines Elements zur Verfügung. Den 4. Satz, den kriegt der Elf oder die Elfe. Und hier ist jetzt auch wieder so ein, ja, so unnötig
frage ich, warum ist das nicht aufgefallen? Warum steht hier jetzt noch Fire Spell? Warum steht hier noch Englisch drin? Warum hat man das nicht übersetzt? Das sind halt somit einige, zählt zu einigen von den Holprigkeiten, die ja leider noch drin sind in der App. Wir sagen jetzt mal, okay, er hat die Feuerzauber. Im Spiel haben wir hier tatsächlich unsere Karten aus dem Boardgame selbst. Und wir wählen jetzt hier aus den Fire Spells den Zauber aus, den er sprechen soll. So, und wir schleudern jetzt mal diesem zweiten noch verbliebenen Schreckenskrieger hier den Feuerball entgegen. Tippen den an. Hier oben wird der Zauber dann nochmal aufgeführt. Man kann es nochmal durchlesen. Theoretisch braucht man also auch diese Zauberkarten nicht. Wenn man sich vorher eben notiert, welche der drei Sätze der Magier hat und welchen Satz hat der Elf hat. Hier kann man die Karten also auch nochmal lesen. Und hier steht jetzt halt, ne, wenn wir den Zauber sprechen, dann verursacht er zwei Body Points, also zwei Körperkraftpunkte Schaden. Das Monster darf aber zwei rote Würfel würfeln und für jede 5 oder 6, die das Monster würfelt, wird der Schaden um einen Punkt reduziert. Ne. Wir sprechen jetzt den Zauber, aktivieren den hier und können jetzt auf der App eins der Ziele auswählen. Ja. Die Ziele, die die App als valide Ziele erkennt, werden auch hell dargestellt. Wenn zum Beispiel, also die Barbarin hier ist halt kein valides Ziel, aber die ist dunkel, weil wir ihren Zug schon beendet haben. Aber andere Monster, die beispielsweise hinter Deckung stehen oder in irgendeinem Bereich, den wir halt nicht einsehen können von dort, den wird die App halt auch entsprechend ignorieren. So, wir können jetzt auf den Chaos-Krieger tippen, da gibt es einen kleinen Effekt. So, und hier wird jetzt gezeigt, wie seine beiden roten Würfel aussehen. Mit der 5 oder 6 hat er ja sozusagen einen Schaden vermieden und das ist hier der Fall. Das heißt, wenn wir jetzt den wegdrücken, dann sollte das Monster einen Punkt Schaden haben und das ist auch, wird auch hier angezeigt. Ja. So. Und auch hier seht ihr jetzt diesen kleinen Schädel. Also wir haben ihn schon mal angekratzt mit dem Zauber. Was leider ein Problem ist bei der App ist, ich habe zumindest beim Spielen von zwei Szenarien leider bemerkt, dass die Sichtlinie für Zauber nicht immer akkurat angezeigt wird. Also ich war einmal ganz klar in der Sichtlinie eines Zaubers, eines Gegners. Das war quasi eine Situation, wo ich von hier durch die Tür in den Raum gucken konnte und hier stand etwa das Monster. Das Spiel hat mir aber gesagt, ich habe dort keine Ziellinie. Das kann man jetzt auch, natürlich auch umgehen in diesem Spiel, indem man dann die Effekte des Zaubers außerhalb der App anwendet, also sprich die Schadenswürfe durchführt und dann manuell auf das Monster tippt, um ihm halt hier noch weiteren Schaden zuzufügen oder wieder abzuziehen. Ja, je nachdem, wie der Wurf dann eben auf dem Spielbrett selbst ausgegangen ist. So, damit ist auch die Magier-Runde beendet. Der hat sich bewegt. Und auch wir beenden hier seinen Zug. Und ja, hier oben haben wir jetzt noch zwei weitere, die wir noch bewegen können. Ja, ich werde das mal schnell machen. Ich werde hier einfach mal annehmen, dass sie nur bis hier kommt. Und der Zwerg hier, den lassen wir nochmal hier drin eine andere Aktion machen. Die lässt sich nämlich auch hier drüber steuern, das nach Schätze suchen. Das kann ja pro Held einmal im Raum erfolgen. Also jeder Held kann einen Raum einmal durchsuchen. Da kann man halt drauf drücken. Und hier zum Beispiel ist jetzt eine Option, die in dem Abenteuer so festgeschrieben ist, sichtbar. Das heißt, weil wir hier, ihr seht das ja hier unten auch, hier ist das Waffenregal. Ja. Und wenn in diesem Raum gesucht wird, das steht dann so im Abenteuer sozusagen drin, in dem Szenario, dann wird halt sozusagen ein Text vorgelesen. Ja, normalerweise, wenn es jetzt hier keinen vorgeschriebenen Ausgang für die Suchaktion geben würde, würde man halt eine Schatzkarte ziehen. Und hier ist auch wieder das Boardgame nötig. Das macht die App halt auch nicht. Ihr müsst halt eine Karte ziehen vom Stapel, weil die App selber diesen Schatzstapel halt nicht vorrätig hat. Also sie simuliert nicht das Ziehen von Schätzen. Das müsst ihr also so machen und ihr müsst dann dementsprechend auch festhalten, was ihr dort gezogen habt. Ja, Goldmünzen oder Tränke oder was auch immer. Das müsst ihr alles noch auf eurem hellen Bogen festhalten, den ihr halt, hier mal als Beispiel,
den ihr halt mitführt und das bleibt nicht aus. Ne? Gut, der Zwerg hat also durchsucht, das war seine Aktion, jetzt bewegt er sich noch und sagen wir mal, der kommt bis hierhin. So, nun haben wir alle bewegt, achso, wir müssen seinen Zug noch beenden natürlich und auch noch den Zug für die Elfe beenden. Und jetzt, wenn wir unsere Helden alle bewegt haben, die sind hier oben alle dunkel, dann können wir Zargons Spielrunde aktivieren. Und der zeigt... So, wir lassen ihn mal ausreden. So, der zeigt jetzt hier an, dass der Schreckenskrieger hat sich also nicht bewegt, sondern der hat hier halt unseren Barbaren angegriffen, der hier unten halt in unmittelbarer Nahkampfentfernung steht. Und er hat, und das ist jetzt der einzige Wurf, den diese App halt macht, die Angriffswürfe, führt sie selber durch. Ich finde das auch ehrlich gesagt ein bisschen blöd, warum sie dann nicht Verteidigungswürfe durchführt. Ja, keine Ahnung. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, hätte man noch ein bisschen besser machen können, meiner Meinung nach. Aber gut. Zwei Treffer, zwei mögliche. Das heißt, wir müssen jetzt auch wieder unsere Verteidigungswürfel würfeln, um zu sehen, wie viel von den Treffern wir einstecken. Ich werde das jetzt nicht alles durchexerzieren. Nehmen wir mal an, wir würden nur einen von den Treffern abwehren, hätten also Glück gehabt und würden ein Schild würfeln. Dann können wir hier an dieser Stelle gleich festhalten, dass wir einen weiteren Punkt Körperkraft einbüßen. Ja. Und dann können wir hier fertig drücken. Heroes Turn. Und jetzt werden wieder die Helden dran. Und auf diese Weise kämpft ihr euch halt durch die einzelnen Szenarien, sammelt halt entsprechend Schätze und so weiter an, könnt neue Gegenstände finden, könnt euch dann auch, glaube ich, aufrüsten nach dem Szenario und dann halt zum Beispiel eine neue Waffe kaufen. Das gibt ja noch den Ausrüstungsstapel, die sind ja auch wieder dabei, auch in der neuen Version. Und da könnt ihr halt so für Gold hier dann neue Sachen kaufen, wie zum Beispiel so eine Streitaxt. Und hier darf man kein Schild tragen, aber mit vier Würfeln angreifen würde ich also diese Streitaxt mir jetzt kaufen. Ups, dann könnte ich quasi das für meinen Helden so festhalten, dass ich dann, wenn der Zwerg jetzt beispielsweise so eine Streitaxt kauft, kann ich hier seine Angriffswürfel festhalten. Die Waffe kann man auch, glaube ich, da noch eingeben, wenn man das Abenteuer, also wenn man das Szenario geschafft hat. Okay, das ist es, was ich da so grob zu der App zeigen wollte. Und wie gesagt, ihr könnt das alte Spiel, was ihr vielleicht noch im Keller habt oder in eurem Regal, das alte HeroQuest rausholen und könnt selber ohne weitere Mitspieler halt über die App diese Abenteuer nochmal durchspielen, wenn ihr da Bock drauf habt. Das funktioniert soweit okay. Wie gesagt, man muss manchmal manuell eingreifen, wenn die App irgendwas nicht richtig erkennt, was aber eigentlich regelkonform wäre. Dann, das ist halt dann so, man kann auch zu jeder Zeit zum Beispiel ein Monster über diesen Button hier oder auch einen Charakter aus dem Spiel entfernen. Man kann oder eben, wie gesagt, in die Werte eingreifen. Das lässt sich ja jederzeit machen, falls das von der App nicht richtig erkannt wird oder sowas. Ja, das dazu. Jetzt nochmal abschließend ein, zwei Worte zur Fähigkeit der App, auch ohne Brettspiel gespielt zu werden. Die besteht zwar auch, aber ihr müsst das Brettspiel halt haben. Ihr könnt den ganzen Driss hier unten, was ihr hier seht, was ich hier jetzt mit aufgebaut habe, so hübsch das auf dem Tisch dann auch aussieht, könnt ihr im Grunde weglassen. Ihr nehmt euch halt einfach die Stapel der Schatzkarten, ja, von mir aus die Zauberkarten, und nehmt euch noch die Schatzkarten und die Würfel halt zur Hand. Legt euch die daneben, nehmt die Bögen für die Charaktere, die hier hinten liegen. Lasst den ganzen anderen Rest weg und spielt dann mit der App alleine, weil mehr als das, was hier aufgezeichnet ist, braucht ihr auch nicht. Das ist ja quasi euer Spielbrett. Das funktioniert, also das kann man so machen. Ne? Nur ihr braucht halt eben noch diese Materialien aus dem Boardgame. Ohne die funktioniert es halt nicht. Okay, ich hoffe, das war interessant. Vielleicht hat der eine oder andere das ja auch noch gar nicht gewusst. Euch viel Spaß, wenn ihr den alten Großvater nochmal aus dem Keller holt. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.